Burg liegt im Ennstal im österreichischen Bundesland Steiermark. Auf dem felsigen Rücken der Burgstallhöhe stand im Mittelalter die Burg Grauschan. Diese war bereits im Jahr 1160 die Pfalzburg von Markgraf Ottokar III. Und somit Herrschaftsmittelpunkt für die Grafschaft Ennstal. Vom Areal der einstigen Burg Grauschan ist heute nur mehr die Johanneskapelle erhalten. Bereits 1183 sind Kirche und Burg auf dem Burgstall bezeugt. Pürg geht auf diese Pfarre zurück und war anfänglich Sitz von Erzpriestern. Der Pfarrsprengel reichte einst weit über Aussee hinaus. 1490 kam die Pfarre an die St. Georgs Ritter, 1599 an die Grazer Jesuiten. Der Bau der Ennstalbahn 1875 erschloss die heutigen Ortsteile Steinach und Trautenfels mit eigenen Bahnhaltestellen. Die Haltestelle in Trautenfels wurde jedoch im Jahr 2007 aufgelassen. Mit dem Bau der Salzkammergutbahn 1877 entstand auch eine Bahnhaltestelle in Pürg und der Bahnhof Steinach wurde zum Bahnknotenpunkt. Nach der Annexion Österreichs 1938 kam das heutige Gemeindegebiet zum Reichsgau Steiermark. 1945 bis 1955 war es Teil der britischen Besatzungszone in Österreich. Seitdem gehört das Gemeindegebiet zum Bundesland Steiermark. Die Johanneskapelle ist ein kleiner Kirchenbau auf dem Kalvarienhügel. Sie ist dem Evangelisten Johannes geweiht. Die Johanneskapelle ist berühmt wegen ihrer gut erhaltenen mittelalterlichen Fresken.
Obwohl erst 1350 urkundlich erwähnt wird, angenommen, dass die Kapelle den Rest der ehemaligen Burg Graunschan der Traungauer darstellt. 1870 wurden bei Arbeiten an der Kapelle die überstrichenen mittelalterlichen Fresken entdeckt und 1893 bis 1894 restauriert. Von Pürg aus hat man eine schöne Aussicht auf das Enztal. Hinter der Ortschaft Pürg breitet sich der Buchwald aus. Die Pfarrkirche Pürg ist dem heiligen Georg gewidmet. Die Kirche existiert seit fast 900 Jahren. Die Kirche in Pürg wurde am 17. Juli 1130 vom Seckauer Bischof Bocho geweiht. Sie war ein dreischiffiger romanischer Bau mit einem Turm über dem Chorquadrat. Diese Dreischiffigkeit ist auch heute noch vorhanden. Pürg war als Eigenkirche des Landesfürsten gegründet worden, der dem Geschlecht der Traungauer, den Markgrafen der Steiermark, angehörte. Es entstand aber bald eine unabhängige Pfarrei, die im Hochmittelalter sehr mächtig war und von Aussee bis Lietzen reichte. Am Hauptaltar besteht die gotische Mensa mit Maßwerk an der Rückseite aus rotem Marmor. Den Aufsatz aus Tabernakel und Säulenbaldachin schuf 1793 bis 1794 der Mitterndorfer Künstler Johann Fortschegger. Im Jahr 1793 erhielt die Kirche eine Orgel. Sie war einige Jahre zuvor von Nikolaus Rummel dem Älteren für die Pfarrkirche in St. Peter in der Au in Niederösterreich gebaut worden. Ebenfalls vom Mitterndorfer Künstler Johann Fortschegger stammt die klassizistische Kanzel. Aus dem 18. Jahrhundert stammen die qualitätsvollen Heiligen- und Märtyrerfiguren an den Säulen des Mittelschiffs. Es stehen sich Johannes Nepomuk und Franz Xaver sowie Barbara und Katharina gegenüber.
Rund um die Pfarrkirche Heiliger Georg liegt der idyllische Friedhof. Der dreigeschossige Pfarrhof ist von einer Wehrmauer mit Schießscharten umgeben. Der Pfarrhof hat einen mittelalterlichen Kern aus dem 16. Jahrhundert. Gegenüber von Pürk thront ein mächtiger Gebirgsstock, der Grimming. Sein Gipfel ist 2.351 Meter hoch. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.